So, willkommen zu Leo Wet Dreams. Das ist eines der ersten Let's Plays, die ich jetzt nach langer Zeit starten werde. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Nämlich das Ganze geht nämlich hier schon mit so einer Fragerunde los. Ja, klar, bin ich alt genug für das Spiel. Du meinst also, du bist alt genug? Lass uns mal ein paar Fragen machen. Da schieß mal los. Wie heißt der Erfinder von Minesweeper? Also, woher soll ich das denn wissen? Okay. Ha! Sogar richtig gewesen. Geil. Warum erwartet viele Menschen am Jahreswechsel zum Jahr 2000 einen Weltuntergang? Friedensvertreter sind sie unter tiefen. Ah, okay. Ja, wir versuchen es nochmal. Alter, solche Fragen gleich am Anfang einzubauen, das ist doch. Ja, ist ja dumm. DJ, jawohl. Denn so. Welches Ereignis schrieb 1989 deutsche Fernsehgeschichte? Bin ich ehrlich, ich bin überfragt. Das ist hier wieder mal Ratespielchen. Ich nehme Publikumsjoker. Welche Ereignisse schrieb 1998 deutsche Fernsehgeschichte? Der Vorfall von Valencia? Der Torfall von Madrid? Oh, tatsächlich, wo? Wer wurde 1998 deutscher Bundeskanzler? Oh, ich und Geschichte. Das ist ja mal 98. Oh, jetzt wird's peinlich. Namentlich habe ich das schon mal gelesen, alle. Schröder war ja eigentlich, glaube ich, auch vor Merkel. War's Kohl? Nee, ach Gott. Also damit kann man mich tatsächlich jagen. Sowas kann ich echt nicht. Oh Gott. Na gut, wir versuchen es gleich noch einmal. Mehr als dass es erste Stunde hier läuft, ein Let's Play, nur weil ich die Fragen nicht hinkriege, kann es ja nicht passieren. Was? Dotcom-Blase? Okay, ich merke schon, mein Allgemeinwissen ist nicht so gut. Ach, irgendwas. Keine Ahnung. Was sind das? Das sind so Fragen, ey. Ich hatte ja schon mal bei Let's Plays mir auch dazu angeguckt. Jetzt weiß ich, warum die alle immer so lange gebraucht haben, am Anfang das zu überstehen. Klar, es ist. Mal 5 ist zu nix, zu wenig, zu viel, Trümpf. Welches Spielmagazin gab es nicht? Oh, welches Videospielmagazin gab es? Das ist wieder was man eigentlich wissen müsste. Bravo Screen Fun? Das klingt komisch. Das gab eine Bravo Screen Fun? Oh Gott. Das sind die Party Like It's. Kann man das überspringen? Und du meinst halt, ja, komm, let's go. Ja, das Spiel wird, das schockt mich doch ein bisschen. Ich klicke jetzt einfach nur noch spontan durch. Ah, die Fragen wiederholen sich nicht immer nicht groß, oder überhaupt nicht. Wie heißt eine Biersorte? Ex-Sport? Nein. Ich weiß jetzt nicht richtig, Bi ein Bild ist. Oh Gott.
Es war geklont, das weiß ich. Was ist das fünfte Element? Was ist das fünfte Element in das fünfte Element? Das war doch der Film. Liebe? Nee. Keine Ahnung. Also das Holz ist wirklich peinlich. Okay, das ist zum Beispiel eine Frage, die kann man beantworten. Wie hieß keine Erotikshow im deutschen Fernsehen? Der goldene Schuss kann es nicht gegeben haben. Ah, oh, gut. Wofür steht die Abkürzung DM? Deutsche Mark? Okay, wie hieß der Barkeeper in der Fernsehserie Star Trek? Deep Space Nine. Quark, Joghurt, Rahm, Ayran. Ayran? Also, es ist doch nicht zu fassen, Alter. Das ist oh Gott, ey. Na, Ice Age gab's nicht. Warum liegt hier überhaupt St ist ja mal geil, da haben sie es von diesem Porno tatsächlich die Frage eingebaut. Das ist das herrlich. In der Serie Buffy, wie lautet Spikes echter Name? Oh Gott. William? Warum lösten sich Diktatur auf? Muss ich den Kick der Augenblick für ein Stück von dem falschen Glück zu alt. Was nochmal? Warum lösten sich Diktatur auf? Nur für den Kick, für den Augenblick, für ein Stück von dem falschen Glück? Zu alt für Fähnlein, Fieselschweif? Nein. Ricky heute auf Knopfdruck? Nein. Für ein Stück von dem falschen Glück? Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Wow. Also das sind wirklich Fragen, die haben's ja mal sonst was in sich. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, das sei auch besser so. Doch der Prophezeite lebt. Er wird kommen. Die Alpakas werden sich vor ihm verneigen. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Hallo? Hey Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? Oh, das fühlt sich doch an wie dein... Au! Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? Süße? Die hat sich wohl verkrümelt. Typisch. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ah, die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, feucht und dunkel. Natürlich feucht und dunkel. Ich sollte erst mal Licht anmachen. Jo. Dann schauen wir mal. Das sieht aus wie ein Lichtschalter. Was ist das hier für ein Ort? Sieht komisch aus. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Bin ich entführt worden? Und vor allem, von wem? Das werden wir rausfinden. Das hat irgendwas bewirkt. Haben Sie Experimente an mir gemacht? Und vor allem, wer? Eindeutig der Jens. Ich fühle mich so, als hätte ich ewig geschlafen. Ah, Tageslicht. Ja, Tageslicht. Na, da gehen wir rein. Es muss eine harte Nacht gewesen sein.
alles so verschwommen. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Heute scheint die Sonne nur für Larry Leffer. Yo, ist wieder Pack im Geschäft. Oh, was für ein Gründer, ey. Oder auch nicht. Habe ich den ganzen Tag verschlafen? Auch gut. Das heißt, du hast nicht nur einen Tag verschlafen, du hast... heiße Nacht für Larry Leffer! Oh mein Gott. Huch, was war das denn? Scheint so, als wäre der Lift hinüber. Steht wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Na, das ist... Der hatte nur solche flachen Sprüche drauf, ey. Das sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Das kann ich... Oh, Schuhe. Der Schuh ist durch. Oh, Schnürsenkel. Können wir gleich mitnehmen. Der würde mir sowieso nicht... Okay, gleich mal hier bei gucken. Für euch, was ist, was man mitnehmen kann. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei. Ah gut, jetzt haben wir hier die Schnürsenkel. Gucken wir mal gleich im Müll. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Na, da gehen wir mal hier rein zur Bar. Let's go. Und dann kommt dieser mega heiße Typ auf mich zu. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denke nur so, hallo, die Klamotten gehen gar nicht. Hey! Oh, warte mal, mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefties? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt. Die Bude hat nur ein Like bei Instacrab und einen halben Stern bei Gulp. OMG, mega Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles toll retro und vintage und so. Guck dir den Dreck an, der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Ich bin Becky Butter, aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. Willst du damit natürlich sagen, dass du auf Männer in weißen Anzügen stehst? Mhm. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ey, meine Community lässt gerade nach. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Channel? Der Fernsehen ist doch aus. Traction? Du hast Schmerzen? Kommune? Lebst du in einer Kommune? Ich kann ein paar dieser Wörter nicht ganz einordnen. Ich kann ein paar dieser Wörter nicht ganz einordnen. Oder benutzt du gar kein Instacrab? Du bist eher in der Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Farsbook steht, oder? Und was für eine Score hast du auf Timber? Ich meine, du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber ich habe gehört, dass es auch ein paar Senioren nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde dort ja nur so oberflächliche Angeber. Tolles Profilbild, aber kein Charakter. Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival, wegen der Openness der Menschen. Es soll hier ein ganz neues Craft Beer ausgeschenkt werden. Selbstgebraut, total analog mit den Händen und so. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craft Beer holen. Craft Beer. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch. Ja, klar. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Nein, das nehme ich nicht mit. Fein die Augen, herrlich. Finger weg! Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das zapfen nur Profis wie ich. Okay, Profi. Das ist gut, so wie es ist. Was darf's sein? Larry? Bist du es wirklich?
Wer sonst? Ach, du bist es. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und du bist keinen Tag älter geworden. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Nicht mehr so knubbelig. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen. Naja, und einige sagten, du wärst tot. Bin ich tatsächlich tot? Und das ist der Himmel? Ich kann ja viel behaupten, aber nicht, dass meine Kneipe irgendwie himmlisch wäre. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit, wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr gegangen. Oder zu mir. Oder in ein Hotel. Und dann... Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Ja, mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Oh, böse. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Die Welt ist unübersichtlich geworden. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Becky hat von Instacrap, Timber und anderen Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Moment, Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? Wir sind im Jahr... komm mal näher. Ja, du weißt, das ist so mal, wenn das wird, ja, ne? Wirklich? Wirklich. Okay, ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten... Das hier ist ein Familienetablissement. Charme. Finger weg. Kann ich dir helfen? Also... Ich hätte gern zwei Bier. Eins für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die früher musste ich drauf... Okay. Ich weg. Bitte sehr, zwei Barbarenbräu, mit viel Liebe gebraut, obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen weiß. Ach, ich will ja nicht wissen, was da drin ist. Schreib's mir auf den Deckel. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Klar, das mache ich schon immer so, mit allen Sachen. Darf man das heutzutage nicht mehr? Ah, schon gut. Was habe ich so in Lost Wages verpasst? Lost Wages? Larry, du bist in New Lost Wages. Du scheinst dir ja heftig den Kopf angeschlagen zu haben. Ja, das hat er wahrscheinlich. Was ist mit den Raketenrucksäcken? Sind alle explodiert. Schade. Gibt es inzwischen Sexroboter? Nein, die wichtigste Frage. Pillen, um einen Orgasmus zu bekommen. Was? Ganz ruhig, Larry. War nur ein Witz.
Auch im 21. Jahrhundert haben wir noch Sex. Wenn auch noch keine Roboter. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Katzenbilder sind eine neue Religion. Bis später, Lefty. Ja, bis später, Lefty. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Ja, 2 Minuten später. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Videostory filmen. Es ist halt wirklich teilweise so. Das ist so. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. Und wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. Also. Jetzt übertreibt sie es. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Cheers. Cheers. Cheers, eine Stunde später. Gar nicht schlecht. Oh, ich glaube, mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oh je. Ach man, das hätte sie ankotzen können. Mist. Lefty hat... Lefty! Schnell! Was gibt's? Meine Gedärme... Danke. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel! Ach so. Hier, bitte. Mist. Ach so, man muss ja das dann hier reinziehen. Traue deinen Gästen nur so. Das hilft mir nicht. Wieso hilft dir das nicht? Mist. Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden. Warte, also ich muss ins Inventar gehen. Ah, so. Gut. Oh. Der Schlüssel ist abgebrochen. Oh nee. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Achso, gut, dann geht's ja. Ich hab das jetzt, bleibt doch draußen. Brav. Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Eine gute Frage, was das wohl ist. Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Na, ein bisschen Schleim, bisschen Ratte. Ein guter Mix. Wie es weitergeht, werden wir aber natürlich erst in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.